wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer Folge Wildlife Park 3. Hier spricht der Eichi und hier ist der Tizi und wir wissen heute nichts, was wir machen. Warum schaust du mich so an? Weil wir sind nicht bei Wildlife Park 3, sondern bei Wildlife Park 2 sind. Aber dritte Staffel, das ist selbe. Dritte Staffel, genau. Du weißt Wildlife nicht. Park 2.3. Ne? Genau. So, müssen ein bisschen oder wollen ein bisschen weitermachen, nachdem wir das letzte Mal so mega produktiv waren. Oh, schau mal, wir hatten hier Elche. Wir haben uns nämlich gerade überlegt, uns fehlt ja eigentlich so für den Game of Thrones Teil am besten noch irgendwelche Baratheon-artigen Hirsche. Aber es gibt keine Hirsche. Wir fangen mal von vorne an. Wir haben Hasen. Du Hirsch. Du Hirsch, du Kraken. Befreit den Kraken. Wir könnten für die Mauer Pinguine machen. Das wäre lustig. Ja, das finde ich cool. Wollen wir? Aber Königspinguine, solche hier? Klar! Aber dann brauchen wir die. Oh Gott, wir müssen. Das wollte ich sowieso machen. Dann aber müssen wir erst schauen, wie wollen sie es denn? Küste. Küste ist schon mal bäh. Bodenhärte ist schon mal gut. Temperatur, gut, müssen wir nachhelfen. Schwimmen. Schwimmen wird hier schon mal verdammt hart. Das krieg ich hin. Das kriegst du hin? Das krieg ich hin. Möchtest du es dann einfach in der nächsten Folge machen? Ja, dann mache ich in der nächsten Folge. Ich überlege okay. Wieder was. Gut. Aber ist schon mal eine sehr coole Idee. Das macht auf jeden Fall Sinn. Also, wenn jemand von euch ein Pinguin sein möchte, ein Königspinguin. Bei der Nachbarin übrigens. Ja, genau, richtig. Also, ja, aber wir können ja trotzdem zu... jetzt bei Meryl und Pippin, aber das sind ja die... Stopp, andere Story! Du bist im falschen Universum, Harry. Harry? Und Hermine. Falsches Universum, ich meine, ja, mach weiter. Nein, wie heißt er denn? Der komische Typ, der so unscheinbar ist, aber schon die ganze Zeit überlebt hat. Von seinen anfänglichen Buddies. Sam. Nein. Sam war auch ein anderer Film. Samuel Tarly. Genau. Sam. Genau, Sam war auch der gleich, weißt du, ja. Meryl und so. Mit dem Ring das Zeug. So hier Schicksalsberg und so. können wir Lava machen als Boden? Wir haben keine Hirsche. Wir können keine Baratheon-Kühe. Machen wir Kühe? Baratheon-Kühe? Wir haben schöne viele verschiedene Farben, guck mal. Dann machen wir lieber andere Pferdchen. Nein, Pferde passen. Nein, Pferde passen. Wir haben auch mal... Kannst du mal aufhören, hier durch die Gegend zu schauen? Ja, besser als hier die Abonnenten hier. Das war letzte Folge. Das ist hier vollkommen... Du blauer Marlin, du. Ich danke dir. Schnalltiere. Oh, er muss husten. ein Polarfuchs. Das wäre allerdings auch cool, ne? Ja. Also, wobei so das hier würde auch passen. Ein Walross für die Baratheon. Das würde schon zu einem Charakter passen. Entschuldigung. Elche. Ja, gut, sind keine Hirsche, aber sind Elche. Hottehü? Nö. Gut, bei Hottehü. Hottehü wären dann eigentlich die Dothrakis. Ja, eben. Aber wir haben hier schon Pferde. Genau. Aber wir haben das ganze Pferde-DLC. Das heißt, da könnten wir theoretisch auch noch andere Pferdchen machen. Ja, aber weiß nicht, Pferde. Willst du wieder übernehmen? Weil ich kann nicht an die Tastatur ran. Okay. Ich weiß halt nicht, Pferde. Wir hätten ein größeres Gehege machen müssen. Und mit Okapis. Nein, ein größeres. Weil Okapis einfach super Tiere sind. Was? Was redest du da? Schau dir an, das ist ein Okapi. Ich mag alle Tiere, du brauchst mich nicht. Nein, aber wir. Darf ich es dir schmackhaft machen? Wir hätten die Dothrakis, wir hätten ein riesen Pferdegehege und alle Pferde reinpacken sollen. So ein Mischgehege machen sollen. Ein Pferdemischgehege? Ja, schau mal, wir haben glaube ich, über 10 verschiedene Sorten. Ja, wir haben aber auch Rassen. hier könnten wir theoretisch auch noch einige reinbauen. Ja, aber es ist zu klein. Reinbauen. Ist zu klein für solche Tiere, hallo? Die brauchen Auslauf. Okay, das heißt aber... Oh. Weißt du, was es jetzt gibt? Bären? Herdengröße 1 bis 8. Das würde auch passen, ne? Und zwar für... Hm? Für wen? Gibt's ein Haus, das einen Bären hat? Ja.
Jorah Mormont von den Bäreninseln. Die Bäreninseln. Ah. Wir hätten theoretisch auch ganz vorne, sehr interessant, die Kraken. Wäre natürlich auch sehr geil. Ja, aber da fallen mir, glaube ich, auch plus 3 ein. Herdengröße? 1 bis 25. Boah, würde gehen. Würde gehen. Wir haben auch noch gar keine Meerestiere, ne? Also richtig, genau. Und das wäre eine Möglichkeit, hier einfach jetzt hübsche Meerestierchen zu machen. Was hältst du davon? Müssten wir ein Becken machen, ne? Ein Becken. Meine einfachste Übung. Wollen wir dann diesen Glastunnel durchmachen? Dass die Leute da durchlaufen können? Verdammt gute Idee. Und vielleicht nicht nur die Kraken rein, sondern vielleicht auch noch andere. Okay. Aber welche? Das ist okay, super. Pass mal auf. Gut. Jetzt geht's los. Hey, hier kommen die Hirotels. Mach die Klippe da größer und wir machen... ein Riesengehege. Ein Becken praktisch. Genau, ein richtig, richtig großes. Das hatte ich auch vor. Und zwar... Naja, übertreib's nicht. Mach's nicht zu groß. Weil das sieht immer so klein aus am Anfang und am Schluss ist es viel zu riesengroß. Ich vertraue dem Tizian nochmal. Der macht das. Vertraue mir. Das Dschungelbuch haben wir vergessen. Ja. Oh, wie peinlich. Richtig. Oh, ist das peinlich. Deswegen auch gerade eben nochmal die Anspielung. Entschuldigung, das ist mega peinlich. Ich habe ein neues Thema. Ich habe ein neues Thema. Der Herr? Ja, der Herr. Wir haben jetzt über Filme gequatscht und was hältst du davon, wenn wir jetzt mal über alte Spiele quatschen, die wir früher gespielt haben? Die wir früher gespielt also, haben. Also ich meine richtig alte Schinken. Oh, so richtig, richtig alt? So richtig, richtig alt. Oh. Also für unser Verhältnis. Okay. Weißt du, was hast denn du da so noch an Erinnerungen von früher? Also ich habe hier gerade direkt eins vor uns liegen, das ich damals super fand und es mir erst wirklich vor kurzem gekauft habe. Okay, erzähl. Und zwar, nein, das ist die falsche Richtung, nicht da hinschauen, sondern nach links. SWAT. Ah. SWAT 4 war ein Spiel. Ja, hast du was verpasst. Echt? Ja. Ja, ist echt, was nicht ist, kann ja noch werden. Ist echt ein sehr, sehr cooles Spiel. Okay. Scheiße, dein Riesenbecken, ist dir das klar? Ah, das ist zu groß, Alter. Aber die Klippe gefällt mir ganz gut, das kann ich nämlich verbinden. Was, diese Klippe? Ja. Genau diese Klippe wollte ich jetzt eigentlich wegmachen, weil ich die ziemlich hässlich fand. Nein, lass die stehen. Die baue ich nächstes Mal aus. Okay, gut. Lass das. Das da habe ich ein Projekt. Okay, gut. Aber das ist zu groß, Alter. Ja, aber... Kannst du Wale reinpacken? Zum Beispiel. Passt zwar zu keinem Haus, aber hey. Das Haus der Wale. Ja, wer kennt sie nicht, das Haus... Du hast die Wahl. Vala. Valus. Vala Morghulis. Weißt du, dass der Witz mega nerdy war? Oh, der war super nerdy. Mann, nein, hör auf damit! Doch nicht die Seite, du kannst die hier haben. Nein! Jetzt muss doch ein bisschen du hübsch sein. Du schießt das Wasser eh wieder raus. Nee, doch, wir haben doch jetzt den ultimativen Trick. Was haben wir? Den ultimativen Trick. Du meinst das Ablaufbecken. Genau. Der ultimative Trick. Ja, was bei mir bekannt ist, Final Fantasy. Ja. Ich glaub, ist bekannt. Dass ich es gespielt habe, meine ich. Nee, was habe ich gespielt? Ich habe das, also Final Fantasy 1 habe ich gespielt. Ich glaube, damals noch ein Gameboy. Final Fantasy 2, 3 und 4 habe ich nicht gespielt. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Ja, die habe ich alle gespielt. 11 habe ich mal angespielt, fand ich aber nicht so geil. Ja, das waren so meine... Deine Highlights. Also ich muss sagen, ich bin eigentlich, also so... Gut, was mich halt schon immer interessiert hat, war Fußball, also hier FIFA. Hat bei mir ganz früh angefangen. Ja, da bin also, ich raus. Ja, weiß ich. Aber du kannst es unten auch ein bisschen felsig lassen, ne? Ja, ich weiß schon. Das ist, ich möchte die ganze Zeit wollte ich immer schon mal dieses Ding hier ausprobieren. Dieses mach's mir irgendwie. Oh. Ja, ne, hör auf, sonst kannst du keine Pflanzen mehr machen und nichts. Doch, wir können sie jetzt wieder gerade machen. Super Idee. Ja, aber halt zumindest ein bisschen. Ein bisschen Wobbel. Am besten Sand, oder? Im Boden. Oh.
sandig. Und den Weg vielleicht wieder machen. Ja, ach, der gehört da hinten. Okay. So, cool. Hier Bulldozer. Genau. Ja, nein, so alte Spiele, wie gesagt. Oh Gott, hier FIFA 98 mit Jumba Wamba im Soundtrack. Mit, ja, immer noch dem einzigen FIFA mit allen Modus. Was damals einfach ultimativ geil war. Okay. Das war einfach, also jeder, der FIFA kennt, sagt, oder jeder, der dieses FIFA kennt, sagt, Hammer. Ja, also ist das so? Ist so, definitiv. Kann ich nicht mitreden. Brauchen wir dafür zwei für den für das große Becken? Ich denke schon, aber ich würde sie eher mit. Ja, bitte? Nichts gesagt. Gut, ich möchte mal schauen, wie wir jetzt du hier willst unseren ja den kompletten Park fluten. Du willst jetzt den Tunnel auch noch irgendwo zwischendrin. Will ich? Ich denke, oder? Ja, warum eigentlich nicht? Der ist hier auch mit drin, gell? Hier ist er, das ist er, oder? Genau, du musst. Was machst du da? Hier in den Tunnel rein? Durch? Quer? Ja, warum von da oben? Warum nicht durch. Machen wir mal weg. Warum denn hier? Durch den. Weil es ist kein Tunnel an sich, sondern es ist ein. Oh, irgendwo kriegen wir gerade mega Kinder. Siehst du, weil es hat nämlich immer. Stimmt, hast du recht. Das heißt, also wir müssen irgendwo anfangen, wo wir. Deswegen habe ich ein bisschen seichter das Ganze gemacht. Aber wir haben trotzdem noch zu viele. Es muss noch gerader werden. Ja, wo waren wir gerade? Bei Spiele. Bei Spiele, genau. FIFA, Jumba Wamba und so. Das Wasser reicht aber bei weitem nicht aus. Du hast es zu groß gemacht. Hab ich gar nicht. Das kommt. Wassermarsch! So hoch kommst du gar nicht, weil das die Wasserebene ist. Du kommst nicht über die Wasser. So hoch kannst du gar nicht aufluten. Ich kann. Und zwar nehmen wir einfach Trick. Trick, wir bauen so viele Bomben rein, bis es geht. Nein, wir machen einfach Trick 17, der uns einfach Jahre unseres Lebens gekostet hat. Wir bauen hier oben eine Quelle hin. Damit fluten wir alles. Aber da wolltest du ja wieder. Ja. Dann flute ich von hier oben. Das funktioniert hundertprozentig. Ja, nicht in diese Richtung. Aber in diese. Siehst du, wie es. So, ich sitze hier übrigens gerade total verkrüppelt da. Ich bin fasziniert. Ja, ich sehe es. Rutsch halt ein bisschen rüber. Zu dir? Ja, komm, ich bin wirklich. Aua! So. Ja, ja. Ich muss einen Schluck Wasser trinken. Tu das. Ja, gut, Fußball war ich ja nie so affin. Ja. Das ist nicht so mein Thema. Welche Konsolen hattest du? Also ich habe angefangen mit dem SNES. Ja? Ja, ich wollte zwar vorher, weit vorher, den alten Super Nintendo. Den habe ich aber nie gehabt. Den hat mein Cousin hat den bekommen. Sagen wir, haben das hier eigentlich geschafft, dass die hier so bis. Weil wir hier natürliches Wasser noch mit dazu hatten. Frech. Okay. Das haben wir da hinten. Aber du könntest die Quelle da anzapfen. Einfach hier einen Fluss rüber machen. Meinst du? Nee, ja. Nö, den finde ich schön da so. Ja, du kannst auch da abzweigen und hier rüber gehen. Ach so, hier so? Ja. Das wäre natürlich. Ja, eine Möglichkeit, gebe ich dir recht. Das ist hübsch. Ja, habe ich gut gemacht. Du hast sehr gut gemacht. Der Canyon. Da musst du schon gewaltig runter. Ups. Ich hab da mal eine Abzweigung gemacht. Was machst du? Einen Fluss. Falscher Knopf, verdammt. Bei dem Fluss, sie alle zu vernichten. Sie alle zu knechten. Ich kann den Spruch nicht. Was? Ein Ring, sie zu knechten? Ins Dunkle zu treiben? Nee. Binden? Oh je. Binden, irgendwie sowas. Genau, Heirat und überhaupt. Ja, Fluch und Hass und schieß mich tot. Verderben! Oh, da geht's aber noch ganz schön tief runter. Sag ich doch. Aber je weiter du da runter gehst, desto mehr Wasser brauchst du wieder. Ach, Ivo, schau, es ist schon so weit, dass es hier an der Seite rüberkommt. Ja, es ist schon gut. Es ist schon echt hoch. Ich glaube, du kannst jetzt auch die Pumpe da wegmachen. Nein, die muss bleiben. Die muss bleiben? Die muss bleiben. Okay, wie du das sagst. Weil es ist die Pumpe. Wie, den Bäumen gefällt es nicht im Wasser. Freche Bäume. Freche Bäume. Nee, was hast denn du für Konsolen sogar? Konsolen, ich hatte, ich liebe sie bis heute noch und ich habe sie bis heute noch, mein Nintendo 64. Das war die einzige Konsole, die ich je besessen habe. Also,
Gut, ja, Konsole. Naja, also ich hatte halt einen Gameboy noch, aber. Okay. Hast du immer noch? Ja, hab ich immer noch. Gameboy Color. Wo ist denn deine N64? Versteckt. Ich hatte auch mal eine. Ich hatte aber auch. Ich kann mich noch erinnern, ich habe mir als, ich glaube, da war ich so 13. Mhm. 13, 14, irgendwie so in den Dreh. Da habe ich mir unbedingt eine PlayStation gewünscht. Ja? Und zwar, ich weiß nicht, ob es die PlayStation. War das schon die PlayStation 2? Ich habe mir auf jeden Fall eine PlayStation gewünscht. Ich weiß nicht, ob es die 1er war oder die 2. Ich glaube, es war die 2er, weil die 1er hatte ich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon. Und ich hatte Geburtstag. Ja. Und habe mir die von meiner Mutter damals gewünscht. Und uns ging es finanziell zu diesem Zeitraum nicht so gut, was ein 14-Jähriger jetzt nicht unbedingt sieht oder erkennt. Und nicht begreift. Und nicht checkt, genau. Nicht begreift. Und meine Mutter wollte mir halt diesen Wunsch unbedingt erfüllen und hat dann geguckt, aber hat keine gekriegt. War okay. Ja klar, zu dem Zeit war das die neueste Konsole. Ich glaube, es war die 2. Okay. Und hat dann einen Bekannten irgendwie erreicht, der gesagt hat, ja, pass auf, ich habe da was und die verkaufe ich dir. Dann hat sie mir eine gebrauchte Sega Saturn. Okay. Und ihr müsst euch das so vorstellen, ich bin als 13 oder 14, frag mich nicht, nagel ich mich schon fest, früher auch an der, hatte Geburtstag, ja. An der Konsole können wir dich auch schwer festnageln. Ja, das stimmt. Wäre vielleicht ein bisschen schwierig. Und war dann wirklich so früh aufstehen, weißt du, Geburtstag und dann bei uns war es immer so, dann gab es Geburtstagskuchen und vor der Schule und Geschenke und alles und hab dann diesen Karton gesehen in der Küche, also schön verpackt, schleifen und alles und hab schon gedacht, oh ja, Konsole, geil, heute, wenn ich von der Schule heimkomme, dann, boah, geil, zocken. Ja, und dann öffnete Mutti, was ist das? Und dann öffnete er den Karton. Ich war gefasst, aber ich muss sagen, das ist so eine traurige Erinnerung, weil ich war innerlich so traurig an diesem Tag dann in die Schule. Ich bin in die Schule gegangen und ich war so zerstört innerlich. Und meine Mutter hat ja gedacht, sie macht mir eine Freude und hat sie ja auch, um Gottes Willen. Heute, wenn ich überlege, der Sega Saturn war mega cool. Aber damals wollte man halt die neue Konsole haben. Ja, habe ich damals nicht gekriegt. Ich war aber auch nicht böse oder so oder eingeschnappt oder irgendwie. Ich habe mich eigentlich so nach ein paar Stunden beruhigt und habe dann mir die andere Konsole angeguckt und heute feiere ich den Sega Saturn, den habe ich heute noch, feiere ich den mega. Weil es halt eine Erinnerung ist, weißt du, es war halt ein Geschenk von meiner Mutti und mehr war halt damals nicht drin. Und damals habe ich das nicht zu schätzen gewusst, zumindest die ersten paar Stunden. Aber man hat es dann doch irgendwie gecheckt. Also ich hatte ein ganz, ganz grausames Weihnachten. Und zwar habe ich mir damals das Schwert von He-Man gewünscht. Mit der Macht von Grayskull. Ja? Okay. Und das war so, boah, geil. Das war so gar nicht meine Welt. Ja, nee, das war halt einfach hier, ja, fand ich einfach cool. Klar, cool. Ja, wie damals. Alt warst du da? 80? Nein. Mindestens. Nein, keine Ahnung, ich weiß es echt nicht mehr. Okay. Und da war aber dann das, die Sache, oh, das ist der falsche Knopf. Keiner gesehen. Ja, und ich habe mir dieses Schwert gewünscht. Aber dieses Schwert, ja, war nicht das Schwert. Okay. Das heißt, also. Also so Pappe oder was? Nee, es war ein Schwert. Und okay. Meine Eltern, ich habe es im Nachhinein erfahren. Also es war für mich einfach. Ich war nicht verwöhnt. Ja. Ja, aber was für ein Schwert? Es gab das Schwert. Ja, aber ja, Moment, sprechen wir hier von einem Plastikschwert oder sprechen wir von einer echten Klinge? Wir sprechen hier von einem ultimativen Plastikschwert. Okay, ja? Gut, das wollte ich nur klarstellen. Und dieses ultimative Plastikschwert, ja, ja, das hat im Dunkeln geleuchtet. Ja, es hatte Batterie und es hat so diese ganzen hier Soundeffekte und Blink und okay, Zeug und alles. Ja? Und das wolltest du haben? Das wollte ich haben und ich habe im Nachhinein erfahren, meine Eltern haben dieses Schwert auch gesehen. Okay. Und waren in
Ich weiß gar nicht, den Toys R Us, glaube ich. Dann haben sie den Preis gesehen. Und dann haben sie den Preis gesehen. Und dann haben sie gesagt, die spinnen wohl. Ja, wie so ein popeliges Schwert. Ja. So viel Geld auszugeben. Das verstehen Eltern. Und ja, dann Pech gehabt, lieber Tizzy. Habe ich ein Schwert bekommen, das nicht das Schwert war. Und dadurch, dass es nicht das Schwert war, muss ich sagen, war es echt, echt schlimm für mich. Ja? Das war irgendwie so, du hast was so, ja, das Gegenteil von gut ist halt gut gemeint. Ja, das, ja, sie meinen also, es ja natürlich, gut, super und allem drum und dran. Und also, ich habe das damals einfach ja noch, nicht. Ja. Man muss sich ja dann auch irgendwie freuen. Und ich habe also, das damals echt nicht verstanden und fand dieses Schwert total scheiße und fand es eigentlich schlimmer, ja, dieses Schwert jetzt hier zu haben. Als gar nicht. Als irgendwas anderes, genau. Krass. Also. Sie hätten mir wahrscheinlich mehr Freude damit gemacht, wenn sie mir was anderes geschenkt hätten. Aber das ist halt typisches Denken von Kindern. Ja. Also als Erwachsener halt würde ich so nie denken. Nein, das natürlich ist, nicht. Wenn ich jetzt Geburtstag habe und mich fragen meine Eltern oder meine Freunde, was wünschst du? Ich wünsche mir nichts. Ich habe alles, ja, was und ich will. Es ich habe alles, was zum ich brauche. Kotzen möchte ich jetzt nochmal in aller Öffentlichkeit. Bitte was? Wir wissen, es ist bald wieder soweit. Ja. Erinnere mich nicht daran. Und es heißt immer so, hey, hier, mit was kann man dir eine Freude machen? Oh, baba. Ja? Mit nichts. Ihr könnt, genau. Ich hab doch alles, was ich will. Ich hab meine Freunde, ich hab meine Familie, ich bin glücklich. Und alles, was ich an materiellen Dingen brauche, ganz ehrlich, ich gehe ja nicht umsonst arbeiten. Ich verdiene Geld und davon kaufe ich mir... Du verdienst Geld? Teilweise. Und davon kaufe ich mir Dinge, die ich brauche. Das ist... Ja, ich könnte ein schönes Cabriolet gebrauchen oder vielleicht ein... Na schau, das ist doch was. Nee, es gibt halt nichts, was ich mir wünsche, zumindest in dieser Ebene, was okay. bezahlbar ist. Ich habe meine Freunde und ich habe meine Familie und ganz ehrlich, ich habe Nichten, ja? Ja. Und ich bin ein ganz, ganz stolzer Onkel. Okay. Und wenn ich mir vorstelle, die malen mir ein Bild. Ja. Das ist so geil. Ich freue mich da so übermäßig. Auch wenn ihr kennt das bestimmt von früher, wenn eure Eltern gesagt haben, mal mir was oder bastel mir was, da freue ich mich viel mehr, als wenn du mir was kaufst. Das ist echt so. Also ich möchte von meinen Nichten, wenn die mir jetzt was kaufen, ja, freue ich mich. Ich meine, jetzt sind sie noch zu klein. Aber wenn die mir was malen, ey, da feiere ich. Da flippe ich aus. Das ist so geil. Okay. Ja, und genauso dasselbe mit meinen Freunden, sage ich jetzt dir vor allem. Mit euch feiern zu gehen, ist viel schöner, als wenn ihr mir irgendwie was kauft oder mir irgendwie ein Geschenk macht. Ich meine, klar, ich schenke euch auch immer was mit meinen Freunden und du weißt es ja, wir schenken uns immer gegenseitig was. Das ist halt nun mal so, das machen wir. Aber Stinker? Ja. Ja, wen kennen wir? Wir brauchen einen Kraken. Ein Kraken. Und zwar hätten wir Theon. Aber Theon? War das nicht einer? Stinker. Aber das war doch kein Kraken. Natürlich, ein Graufreud. War die Graufreud? Greyjoy, natürlich. Bardon Graufreud. Theon Graufreud. Was tot ist, kann niemals sterben. Stimmt. Na, weil ich die ganze Zeit an die Frau vom Ned dachte. Die das sind auch, Tully. Das waren das die sind Tullys, Fische. Das waren die Fische. Ja. Dann können wir doch die Tullys noch mit reinschmeißen. Tullys und Greyjoys. Das wird hart. Wird eine Party, es wird ein Brausebecken. Ja, Balon würde ich noch mit dazu nehmen. Balon Graufreud, genau. Ja, so, und jetzt hört mein Wissen leider auf. Ja, meins auch. Wie heißt denn die gute Schwester von Theon? Oh Gott. Warte, ich google mal. Google mal, genau, richtig. Weil wir haben ja, also, Haus Graufreud. Ja. Machst du mal weiter, ich google mal. Okay, gut, tu das. Ja, Theon Stinker haben wir schon mal. Gut, ja. Dann schauen wir mal, was die noch gerne hätten, die lieben Kraken. Minus 10 bis 35, das müsste passen. Okay, Höchstalter 20, geschlechtsreif mit einem Jahr. Nachwuchs 3 bis 5, in einem Monat sind sie trächtig. Das war ja auch nicht schlecht, hier mit Kraken eine Zucht aufzumachen. Stimmt. Das ist eigentlich auch eine coole Sache. Und vor allem, die brauchen halt nur Meeresfrüchte.
Boom, fertig. Ja, hast du schon was? Ich bin gerade. Du bist gerade dabei, okay. Sekunde. One second, please. Haben hier Fisch, brauchen wir nicht, sondern Meeresfrüchte. So, du wolltest die Schwester vom Stinker. Genau, richtig. Achso, das sind komplett alle. Ja, ja, genau. Kannst du da nicht irgendwie ein bisschen filtern oder irgendwas? Nee, so? Ich gehe jetzt da, weil ich dann die Schau doch einfach mal nach Graufreund. Graufreund. Oder Greyjoy. Das ist so nicht. Doch, da haben wir sie doch. Nee, das ist so nicht. Was, warum? Nein, nein, Anemone. Anemone. Ja, da kommt jetzt auch bald der zweite Teil raus. Ja. Finding Dory. Ich mag das. Magst du das? Nee, finde ich da nicht. Schau, such doch einfach mal Graufreud. So. Graufreud. So, und dann muss das doch bestimmt irgendwo so. Tee und Graufreud. Ja, und da gibt es doch bestimmt ein Haus. Graufreud. Irgendwo eine Verlinkung. Irgendwas. Nee. Ist halt blöd mit dem Handy. Ja, ich kann es hier schlecht raustappen. Was? Okay. Da haben wir sie doch. Da haben wir sie doch. Warte mal. Müsste nur noch der Name dabei stehen. Was er nicht tut. Wo? Auf dem Bulti. Ganzer Artikel über Theon. Nicht über seine Schwester. Klick, klick, klick. Okay, warte mal. Ein Kletterbaum unter Wasser. Blub, 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 blub. Damit unsere Kraken spielen können. Strömungstunnel nur von Meerestieren nutzbar. Ich weiß nicht, ob das die Kraken nutzen. Kann ich mir nicht vorstellen. Die Kraken. Oder was meinst du? Keine Ahnung. Nee, aus dem haben wir ja schon mal. Haus Graufreud. Das Wappen. Werbung. Hier könnte Ihre Werbung stehen. Tiernester. König der Eiseninseln. Lord Schnitter von Pike. Pike, genau. Die Eiseninseln. Lord der Eiseninseln. König von Salz und Felsen. Sohn des Seewinds. Okay. Okay, ich habe hier einen Baum unter Wasser, okay? Das finde ich gut. Gut, schön. Aber ich finde nichts. Ich finde nichts über die Schwester. Okay. Sehr schwierig. Da müssen wir uns mal gucken. Mal gucken. Am besten wir schauen einfach alle Staffeln nochmal an. Dann schau mal, wir haben hier sogar eine Höhle, ja, in die man reinschauen kann, wenn man unten im Tunnel vorbeiläuft. Das ist so eine super Idee, oder? Das ist geil. Das ist gut. So. Theon. Graufreund. Ja. Graufreund. Also, was wir auf jeden Fall nicht brauchen, sind die Boltons. Die Boltons? Ja. Da findet sich immer dieselbe Seite. Ja. Da findet sich immer nur die Seite über Theon. Zweite Staffel, dritte Staffel, vierte Staffel. Schau mal, eine Flaschenpost unter Wasser. Du bastelst da ganz gerne rum, ne? Natürlich. Galerie, Wahnsinn, zwei Bilder. Ja. Ich muss es doch auf, wie heißt die denn? Hierfür. Oh, die Osterinsel-Skulptur unter Wasser. Blub, blub. Kriegen wir die komplett unter Wasser? Nein, die ist zu groß, verdammt. Tizzy ist in seinem Element. Total, natürlich. Eine Sonnenuhr unter Wasser. Blub, blub, blub. Die ist noch von Atlantis, schau. Was? Hier, die Sonnenuhr von Atlantis unter Wasser.
gut. Oh, Pyramiden, boah, die sind ja riesengroß. Strohhütte. Ich habe zwar hier eine Seite, wo alle Charaktere eingebaut sind, aber das reicht hier nicht. Schau mal, eine Meerjungfrau. Eine Fischbrunne? Oh, stopp's doch nicht so voll. Hier, such mal lieber. Ey, ich such doch schon. Ich finde nichts. Hilfe. Hier kommt ein Leuchtturm hin. Besetzung. Cool, haben wir den ganzen richtigen Namen. Super. Da gibt's auch mehr wie von den Schauspielern. Ja, bitte. Jetzt nicht gebacken hier. Lass mich in Ruhe. Ich gebe mein Bestes. Das ist nicht viel. Das ist nicht genug. Ja toll, hier sind sie nach Namen sortiert. Ich weiß ja den Namen eben nicht, Mann. Ascha. Ascha, gut, zeig mal. Genau. A-S-H-A. Ascha, gut, okay. Ascha Graufreud. Und wie nennen wir Kraken weiblich Nummer 2? Also wir haben hier Theon Graufreud, Maron Graufreud, Aaron Euron, Euron Graufreud, Balon Graufreud, Ascha Graufreud. Maron Graufreud, wer ist denn das? Zeig mal. Maron Graufreud, was ist das eigentlich? Anscheinend kein lebender Charakter, weil es gibt keine Zeichnung. Also es ist eine Story dazu. Eine Story, eine Hintergrundstory. Kunde, aber wir haben noch einen weiblichen Graufreud. Was? Binde. Ja. Elenis. Was? Elenis Graufreud. In Staffel 2? Königin der Eiseninsel? Keine Ahnung. Kommt hier. Sie vor? Okay. Gut, dann bitte nochmal den Namen. A-L-A-N-N-Y-S. A-L-A-N-N? YS. Alanis. Alanis Graufreud. Okay. Aber wer das genau ist, ich habe keine Ahnung. Gut. Aber ja. Es gibt sie. Sie ist dabei. Es gibt sie, genau. Plopp. Rein. Oh, das sah super aus. Wie die Kraken hier reingeflogen. Wollen wir noch gucken? Tali? Tali? Nein, gucken wir nicht mehr. Nicht Tali. Fische brauchen wir. Ja, Tali. Das sind doch die Tallis. Ja, aber schau mal auf die Zeit. Ja, ja, wir werden ja gleich. Ich gucken, ob es da ein paar gibt. So, was haben wir denn hier? Was ist denn los, Freundchen? Targaryen. Haben Appetit auf Meeresfrüchte. Es gibt hier keine Tali. Nur Targaryen. Oh. Sogar ganz schön viele. Geh mal über die... Wie einfallsreich. Die Starks. Hm? Aegon Targaryen. Aegon der erste Targaryen. Aegon der zweite Targaryen. Aegon der dritte Targaryen. Ja. Aegon der vierte Targaryen. Aegon der fünfte Targaryen. Es kommt dein Kind nennt so bestimmt auch Aichi den zweiten. Natürlich. Schau mal. Wir sind fertig, zumindest mit den Kraken. Cool. Können wir noch Haifischchen reinmachen und alles Mögliche an. Alles. Und ja, da alles echt, meine, da dann sage ich. Alles. Verschiedene Sachen. Das ist voll cool. Der Tunnel kommt hier erstmal rein. Ist dann hier wirklich komplett unter Wasser und kommt hier auf der Seite wieder raus. Hast du sehr schön gemacht. Oh, danke schön. Das freut mich. Sehr hübsch, gefällt mir sehr gut. Ja, gut, dann würde ich sagen, sag tschüss, lieber Aichi. Tschüss, lieber Aichi. Ja, von mir auch dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und dann, haben wir schon gesagt, wir möchten gerade jetzt dann sozusagen aus dem Gebiet raus. Und wir haben uns für dieses Gebiet hier noch etwas Neues überlegt. Wollen wir es schon sagen oder wollen wir es dann... Du kannst es den Leuten gerne mitteilen. Nein, komm, das sollen sie selber dann erfahren, wenn es dann soweit ist. Und dann bleiben wir noch ein bisschen okay. Im Geheimen. Machen wir es so. Ja, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und ich fahre jetzt nach Hause. Du fährst jetzt nach Hause? Ja. Oh nein, du kannst mich nicht verlassen. Doch. Okay, gut. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.